So, jetzt stehen wir vor dem dritten und letzten Denkmal, das wir heute genauer anschauen wollen. Und ihr steht hier an einem ganz speziellen und auch wichtigen Ort in Basel, wo man heute gar nicht so weiss, wie wichtig dieser Ort ist. Wenn man gerade hinten schaut, dann kommt man gerade zum Aschendor. Und das Aschendor ist neben dem Spalendor das wichtigste Tor von Basel gewesen, weil hier sind ganze Haufen Wege rausgegangen. Nämlich auf die eine Seite, hier die St. Jakobstrasse. Dort ist man dann via Liestl und Tauensteinpass in die Schweiz übergekommen. Und auf dieser Seite die Münchensteiner Strasse, wo es schon sagt, man kommt nach Münchenstein, Dornach und dann ins Fürstbistum Basel. Hier war immer die Wegkreuzung, weil hier, wo ich jetzt stand, war auch immer ein kleiner Hügel. An dieser Stelle ist im Mittelalter ein Kreuz gestanden. Ein Kreuz aus Stein. Und das hat der Rechtsbezirk, der innerste Rechtsbezirk der Stadt abgesteckt. Rund um die Stadt herum hat es so Kreuz gehabt. Und wenn ein Urteil gefällt worden ist, ist das ein Bereich gewesen, wo das Urteil gültig war. Das heisst, man konnte im Mittelalter etwa vor die Kreuzen verweisen. Das heisst, man hat einen Verband, er hat nicht mehr in die Stadt, er hat nicht näher an die Stadt ran dürfen, als zu diesem Kreuz. Auf dem Plan von Meria sieht man an dieser Stelle kein steiniges Kreuz mehr, sondern eine Wegkapelle, wie es viel um Basel herum geht. Zum Beispiel vor dem Bläsidor eine St. Anna-Kapelle. Das hier war eine Katharina-Kapelle. Die heilige Katharina war eine wichtige Heilige, sehr populär im Mittelalter. Man sieht hier auch schön die beiden Wege. Der eine nach Liestl, Hauenstein, der andere Münchenstein, Fürstbistum. Und was natürlich uns Gartner zünftige besonders freut, ist, dass hier drauf gerade noch ein riesiges Fuhrwerk abgebildet ist, wo sicher ein Gartner zünftige Fuhrmann Fässer nach Basel hineinführt. Das Kapelleli ist 1437 erwähnt. 1440 ist hier auch wieder etwas Wichtiges passiert. 1440 war das Konzil zu Basel. Und das Konzil hat einen Papst gewählt, einen Gegenpapst, den Herzog von Savoyen, der dann Felix V. geworden ist. Und da ist zur König nach Basel gekommen. Wer weiß noch, dass in Basel mal ein Papst gekrönt worden ist? Und was da gekommen ist, ist die Delegation vom Konzil und die Delegation von der Stadt bis hierher gekommen, um ihn in Empfang zu nehmen und feierlich in die Stadt hineinzuleiten. 1444, bei der Schlacht von St. Jakob, wo wir noch näher darauf eingehen werden, ist der berühmte Auszug von den Basler bis hierher gekommen. Dann haben sie wieder umgekehrt. Und der Auszug, der wird auf zwei Seiten beschrieben. Die Basler sagen, sie haben gesehen, wie die Stadt, die ihnen im Rücken war, von Armagnacen bedroht worden sei. Und darum seien sie umgekehrt. Zähne knirschen, weil sie ihren Freund, den Eidgenossen, nicht haben können helfen. Die eidgenössische Seite sagt das ein bisschen anders. Die Basler sind rausgekommen und haben hier gesehen, was hier unten läuft. Die Schlacht war aber nicht nur in St. Jakob, sie war auch auf dem Wolf. Sie haben das Gemetzel gesehen, haben die Hosen voll und haben sich schnell wieder in die Stadt hineingeflüchtet. Ich glaube eher die Schweizer Version, weil die Basler haben gar nicht so viel mit den Eidgenossen am Hut gehabt. Sie sind zwar verbündet gewesen, es haben auch Basler gekämpft in St. Jakob, sie sind verbündet gewesen mit Bern, aber als der Vertrag 1460 ausgelaufen ist, hat Basel kein Interesse gehabt, den weiter zu erneuern. Man hat ihn einfach sterben lassen, weil die Rabaukenbauern, die man hier in St. Jakob kennengelernt hat, das hat die kultivierte Stadt, mit denen hat sie nichts zu tun haben. Noch ein letztes, 1525, bei einem Bauernaufstand. 1525 waren in ganz Europa Bauernkrieg. Auch die Baselbieter Bauern haben sich erhoben, haben aber hier ihren Zug gestoppt auf die Stadt, weil hier ist ja eben der Rechtsbezirk von der Stadt hat angefangen und da haben sie nicht verletzen. So anständig sind die Baselbieter Bauern noch gewesen. Ganz anders als das, was man kürzlich beim Kapitol erlebt hat in Washington. Gut.
Wir sehen hier einen alten Helge, wo man das Sommercasino sieht. Das ist 1822 bis 1824 gebaut worden. Das Sommercasino war ein Gesellschaftshaus für reiche Basler Familien, die hier rundherum ihre Sommersitz hatten, vor der Stadt mit grossen Gärten. Es gibt ja noch die Gartenstrasse in der Nähe. Und einen Teil von diesen Sommersitz sieht man noch an der St. Jakobstrasse. Hier haben sie sich zu oben getroffen für Konzerte, für sonstige Treffen. Und 1824 ist hier vorne dran angestellt worden, das erste St. Jakobsdenkmal. Das ist gemacht worden vom Marquard Wocher. Der Marquard Wocher, der sagt einem nichts mehr. Außer den Leuten, die schon mal zu Thun waren und das Panorama von Thun angeschaut haben. Das hat der Marquard Wocher gezeichnet, gemalt. Und das Panorama ist während Jahrzehnten zu Basel an der Sternengasse gestanden. Also es ist eigentlich für Basel gemalt worden, nicht für Thun. Das Denkmal war ganz einfach, so eine Steinsäule, ein bisschen gotisch, mit so Türmchen dran. Hat ein paar Wappen drauf gehabt, eine Inschrift. Und es war aus Sandstein gebaut, weil das Geld für einen Guss hat nicht gelangt, hat man es einfach in den Sandstein gemacht. Das war allerdings ein Nachteil, weil das Sandsteindenkmal ist relativ schnell verbröselt. Und schon in den 1850er Jahren war es in einem bedenklichen Zustand. Es hat sich dann, einig geworden, dass man das ersetzen will. Und 1859, 1860 haben wir einen Wettbewerb ausgeschrieben. Der Stadtrat von Basel hat einen Wettbewerb ausgeschrieben für ein neues St. Jakob-Denkmal. Man hat eine hochkarätige Kommission eingesetzt. In dieser Kommission war zum Beispiel der Kunsthistoriker Jakob Burgert, der Käbi. Es ist aber auch der Architekt Amadeus Meria drin gesessen, den man noch kennt als Architekt vom Café Spitz und vom Hotel Drei König. Es sind insgesamt 18 Einsendungen gekommen, die an dem Wettbewerb mitgemacht haben. Und 16 haben ähnlich ausgesehen, wie das St. Jakob-Denkmal schon hier gestanden ist. Einfach ein bisschen grösser, ein bisschen voluminöser, wulstiger, manchmal mit Figuren innerhalb des Turm. Das waren sogenannte Architekturmodelle gewesen. Und nur zwei Leute haben ein Figurenmodell eingeschickt. Auf der einen Seite war der Ferdinand Schlöd, ein Basler, der aber schon zu Rom gelebt hat in seiner Zeit. Der hat ein Modell gemacht, das eine Löwe gegen drei Tiger kämpft. Also zum symbolisieren, die löwenhaften Eidgenossen gegen die verschlagene Übermacht von Armagnacentiger. Und das zweite Figurenmodell, das ist vom Heinrich Rudolf Meiliko, den niemand mehr kennt. Bildhauer, zu Binnigen hat er gelebt. Er hat in Basel zum Beispiel den Elsbetenbrunnen gemacht oder auch den Gemsbergbrunnen. Und der Meili, der hat eine Frauenfigur mit einer Lanze in der Hand dargestellt. Das war die Clio, die Muse von der Geschichtsschreibung. Die Kommission hat also über diesen Entwurf berichtet und hat schließlich ein Architekturmodell, so einen gotischen Turm, zum Sieger erkoren und gesagt, das wollen wir bauen. Der Jakob Burger zum Beispiel war mit diesem Entscheid überhaupt nicht zufrieden und er ist austreten aus der Kommission 1862. Es hat allgemein ist niemand so richtig glücklich mit dem Wettbewerb. Und in dem Moment ist die Basler Künstlergesellschaft auf den Plan getreten. Die Basler Künstlergesellschaft gibt es seit etwa 1812. Und um das noch am Rand zu bemerken, der Präsident der Basler Künstlergesellschaft heisst seit 2020 Pascal Schore. Sali Pascal, herzliche Grüße. Die ist jetzt auf den Plan getreten und hat selber ist sie an den Stadtrat gekommen und hat gesagt, wir wollen ein anderes Denkmal als der blöde Turm, den ihr hier als ersten Preis erkoren habt. Wir wollen ein Figurendenkmal. Der Stadtrat hat gesagt, bloß in unseren Schuhen, von dem wollen wir nichts wissen. Dann hat die Basler Künstlergesellschaft einfach selber einen Wettbewerb ausgeschrieben. Und zwar für ein Figurendenkmal,
weil die haben genau gewusst, so ein Figurendenkmal ist viel populärer bei den Leuten, weil es modern ist. Die gotischen Türme, die sind eigentlich schon alt gewesen zu seiner Zeit. Das hat Druck auf den Stadtrat entwickelt. Und der Stadtrat hat schließlich aufgegeben und gesagt, also wenn ihr es besser wisst, Basler Künstlergesellschaft, macht ihr das. Er hat unsere Unterstützung. Wieder hat der Ferdinand Schlöd ein Modell eingeschickt. Der Ferdinand Schlöd war sehr fleissig. Er hat insgesamt 4 Modelle, total verschiedene Modelle ausgeschafft und die immer wieder eingeschickt. Man muss sich vorstellen, der Ferdinand Schlöd hat in Rom gelebt und hat seine Modelle immer wieder nach Basel geschickt. Die Kommission hat sich sehr schnell auf den Ferdinand Schlöd konzentriert. Und der zweite Künstler, der Robert Dorer aus dem Aargau, haben sie einfach links liegen lassen. Obwohl die Meinungen eigentlich gewesen sind, vor allem außerhalb von Basel, dass im Dorer sein Entwurf viel besser gewesen wäre. Das ist eben Lokalpatriotismus. Und vielleicht auch, weil der Schlöd so fleissig war, haben sie dann im Schlöd den Zuschlag gegeben, haben ihm aber noch ein paar Auflagen gegeben. Zum Beispiel hat der Schlöd neben der Helvetia gerne Leute gehabt. Und von dem hat er schweren Herzens müssen Abschied nehmen. Das haben sie, das hat die Basler Künstlergesellschaft überhaupt nicht wollen, eine Leute an dem Denkmal. Und die Helvetia hat auch eine Lanze in der Hand gehabt. Auch die hat der Schlöd mit der Helvetia zur Hand rausnehmen. Wenn wir gerade noch bei der Helvetia sind, die Basler Künstlergesellschaft, die zu seiner Zeit gerade mit dem Basler Kunstverein wieder einmal fusioniert hat, später sind sie wieder ausgetreten. Die Basler Künstlergesellschaft oder der Basler Kunstverein jetzt, die haben auch gefunden, die Helvetia hat zu wenig weibliche Formen. Und der Schlöd hat die Kleider von der Helvetia immer mehr müssen reduzieren, sodass sie heute eigentlich fast wie eine Pin-Up-Girl daherkommt. Das Meter ist ganz eng. Sie sieht fast so aus, als wäre sie Blut. Ursprünglich hat man sogar scheinbar die Brustwarze gesehen. Der Bauchnabel und der muskulöse Bauch von ihr sieht man immer noch. Und auch unter der Rock ist durchscheinend. Man sieht schön die Schenkel von der Helvetia. Und das Letzte, was man den Kunstverein noch korrigieren wollte, war, dass die beiden Krieger, dass die Krieger gekehrt werden. Ursprünglich hat der Schlöd die jetzt hinten sind, vorne vorgesehen und die vorne sind, hinten vorgesehen. Aber auch das hat er drüllen. Die hinteren hat er müssen führen holen. Und das hat auch einen Grund, das werden wir sehen, wenn wir das Denkmal näher anschauen. Der Schlöd ist zu seiner Zeit übrigens sehr berühmt in der Schweiz, weil er hat das Denkmal 1863 gemacht, das Winkelried-Denkmal Stanz. Und mit dem ist er in der ganzen Schweiz schlagartig bekannt worden. Er hat noch etwas anderes gemacht in Basel, darauf komme ich aber am Schluss. Das Denkmal ist jetzt feierlich eingeweiht worden. Ein Riesenfest, das einen Tag lang gegangen ist, vom Morgen mit Gottesdienst, Festumzug, Festreden. Da hinten, wo nichts gestanden ist, da war der Bauernhof Luftmatt. Auf dieser Luftmatt war ein Festgelände aufgebaut, wo man zu oben mit Menschen lebende Figuren gemacht hat, Schlachtgeschehen hochgestellt mit bengalischer Beleuchtung, dann in die Stadt hinein ist und auf dem Petersplatz noch ein grosses Fest gemacht hat, wo die Beteiligten verpflegt worden sind. Wir sehen hier das Abzeichen, das die Gartnerzünftigen an diesem Tag hatten. Natürlich am 26. August, weil das war der Schlachttag. Das Abzeichen ist darum erhalten, weil der Schreiber selber zumal das so wichtig gefunden hat, dass er sein Abzeichen ins Protokollbuch der Gartnerzunft eingeklebt hat. Das Abzeichen hat dann auch dazu gedient, dass die Teilnahme von der Gartnerzunft ihre Wurst und ihr Bier bekommen haben. So, und jetzt wollen wir das Denkmal ein bisschen näher anschauen. Das Denkmal ist wieder aufgebaut in zwei Stockwerken. Man hat unten Stegentritt und Protest, wo die Krieger drauf sind. Und oben dann die Helvetia.
durch Ferdinand Schlöth hat der untere Teil gern in schwarzem Marmor gehabt. Das hat aber Basel nicht wollen, weil sie mit Marmor wenig Erfahrung hatten, nicht gewusst haben, wie gut der hält. Und man ist dann auf der altbewährten Solothurner Kalkstein gekommen. Weil, da hat man kennt, fast alle Brunnentröge zu Basel sind aus dem Solothurner Kalkstein. Die Figuren selber, die sind aus weissem Carrara-Marmor. Auch das war ursprünglich nicht so gedacht. Ursprünglich wollte man das gießen. Der Guss hat 90.000 Franken gekostet und dann hat der Schlöth gesagt, ich mache das billiger in Marmor für 80.000. Und dann natürlich die sparsamen Basler sind sofort dafür gewesen, dass man es in Marmor macht. In der Säule drin hat es auf zwei Seiten Wappen von Schweizer Kantonen, nämlich von denen, die in der Schlacht dabei waren. Die kann man anschauen und hier sehen wir dann schon das erste Mal, dass das Denkmal nicht historisch angeschaut werden darf. Weil, wenn man hier die Wappen jetzt anschaut, dann sieht man Glarus, Zug, Solothurn, Neuenburg und Basel auf dieser Seite. Und das Neuenburger Wappen ist leider das letzte. Weil das Neuenburger Wappen, das hier abgebildet ist, das gibt es erst seit 1848. Wo nämlich Neuenburg sich endgültig von Preußen losgesagt hat. Eine typische Trikolore, wie sie im 19. Jahrhundert sehr beliebt war. Das ursprüngliche Neuenburger Zeichen, das heute noch das Wappen von der Stadt Neuenburg ist, sieht völlig anders aus, nämlich so. So, und jetzt gehen wir ein bisschen das anschauen, die einzelnen Figuren, weil auch die haben ganz viele Unstimmigkeiten dran. Zum Beispiel hier der alte Krieger, mit dem füllen wir gerade an. Das ist übrigens auch der Grund, warum der alte Krieger führen müssen. Der trägt nämlich die Gesichtszüge von Johann Jakob Imhof. Und der war der Präsident des Kunstvereins. Und der wollte wahrscheinlich nicht einfach ans Sommercasino anschauen, sondern direkt an die Stadt. Das ist ja der bessere Platz vorne als hinten. Und darum hat das sehr wahrscheinlich gekehrt werden. Die vier Krieger, die haben ganz viele Symbolik drin. Auf der einen Seite stellen sie vier Lebensalter von einem Mann dar. Auf der anderen Seite verkörpern sie auch vier Berufe, die man den alten Eidgenossen so andichtet hat. Dort vorderst der Älteste mit dem Gesichtszug vom Imhof. Das ist der A4er, der Rotsherr. Er ist hier dargestellt als Bannerherr. Tödlich verletzt, vielleicht von dem Stritthammer, der unter seinen Füßen liegt. Denn im Helm oben hat er ein grosses Loch drin. Und da läuft wahrscheinlich schon ein bisschen Hirn raus oder so irgendetwas. Kann man sich nicht gruselig genug vorstellen. Und da ist hier am Sterben. Er kann sich auch nicht mehr wirklich verteidigen. Denn das Schwert, das er in der rechten Hand einmal hatte, ist abgebrochen. Da hat nur noch der Schaft, aber die Klingen ist weg. Unter seinen Füßen, weil er ja der Vornehmste ist, hat er auch gegen die Vornehmsten gekämpft. Unter seinen Füßen liegt nämlich ein Helm von einem Ritter. Der Helm, den er selber auf dem Kopf hat, ist ein Anachronismus, das heisst ein historischer Blödsinn. Weil dieser Helm hat man 200 Jahre vor der Schlacht bei St. Jakob auf dem Kopf gehabt, wenn er in den Krieg gegangen ist. Bei St. Jakob waren es andere Helme. Der nächste Anachronismus ist die Aufschrift, die Richtung Basel schaut, Richtung Stadt. Unsere Seelen Gott, unsere Leiber den Feinden. Das war scheinbar ein Ausspruch von den Eidgenossen, bevor sie in die Schlacht von St. Jakob gezogen sind. Heute weiss man, dass das eine Erfindung ist aus dem 17. oder aus dem 18. Jahrhundert. Das haben den Eidgenossen dann ins Maul gelegt. Wirklich gesagt haben sie das vor der Schlacht nicht. Der nächste Krieger, der kommt, das ist der Mann im reifen Alter, der Soldat, der Krieger. Er ist noch am Kämpfen. Er hebt seinen Speer, seinen Langspieß, hebt den richtigen imaginären Find, der auf ihn eindringt. Er lehnt an einem steinigen Kreuz. Das ist als Symbol dafür, dass der Schluss der Schlacht, der Endkampf, hat
auf dem Friedhof des Siechenhauses stattgefunden. Die Eidgenossen haben sich hinter die Friedhofsmauern zurückgezogen und dort sind sie dann endgültig niedergemacht worden. Von den 1500 Eidgenossen, die in Schlacht gezogen sind, sind 1300 gestorben und der Rest war mehr oder weniger schwer verwundet. Die Überzahl der Armagnacen war übrigens nicht so gross. Man hat früher von 20'000, 40'000 Armagnacen geschwätzt. Heute weiss man, dass es ungefähr 8'000 waren, also immer noch eine rechte Überzahl gegen die 1500 Eidgenossen. Die Schlacht selber hat nie stattfinden sollen, wenn die Eidgenossen nicht eine Befehlsverweigerung gemacht hätten. Sie hatten nämlich den Auftrag, an die Biers zu schauen, was der Find macht, was die Armagnacen machen. Auf dem Weg dorthin, sie sind von der Farnsburg gekommen, die dort gerade belagert worden ist von den Eidgenossen. Als sie durchgekommen sind, haben sie in Pratteln und in Muttens sind sie auf Armagnacen gestoßen und haben sie zweimal besiegt. Und sind dann so in einem Blutrausch gewesen, dass sie gefunden haben, mit denen nehmen wir es auf. Und der Boot von Basel, wo sie gewarnt hat, sie sollen nicht über Biers gehen, haben sie kurzerhand umgebracht und sind dann losgestürmt. Das sind nicht unbedingt Helden gewesen, sondern eigentlich Befehlsverweigerer. Aber sie sind später zu Helden aufstilisiert worden, die die Schweiz gerettet haben. Jetzt, wenn wir hier den Soldaten anschauen, der hier am Boden knäuelt, in seinem rechten Unterschenkel steckt übrigens ein Pfeil drin, auch er ist verletzt. Und auf der Seite hat er eine Axt. Das ist allerdings keine Streitaxt, sondern das ist eine Zimmermann-Axt, die auch nicht ins 15. Jahrhundert gehört. Warum der so etwas Komisches an seiner Seite hat, das weiss vielleicht der Ferdinand Schlöd. Wir wissen das nicht. Wieder auf der Seite haben wir die nächsten Wappen von Kantonen, nämlich Bern, Luzern, Uri, Schweiz und Unterwalden. Dann kommt der nächste Krieger. Und während man hier von dem Soldat mit der Hellebarte nicht so genau weiss, wer er ist, weiss man bei dem genau, wer er ist. Das ist nämlich der Krieger hier hinten, hat Gesichtszüge vom Ferdinand Schlöd selber. Und jetzt wissen wir auch, warum der Ferdinand Schlöd die Figur lieber vorne hatte und der Präsident des Kunstvereins lieber hinten. Aber der Kunstverein hat schließlich gewonnen. Der Krieger hier hinten, der symbolisiert einen Mann im besten Alter. Das ist der Jäger. Er ist mit einer Armbrust in den Krieg gezogen. Unter seinen Füßen liegt der Köcher, der leer ist. Er hat alles verschossen. Der einzige Pfeil, den er noch hat, der steckt ihm in der Seite hin. Und da ist er gerade dran, rauszuziehen, um den letzten Pfeil noch abzuschießen auf die Find. Es gibt Erzählungen von dieser Schlacht, dass die Eidgenossen wirklich zum Teil Pfeil aus ihren Wunden rausgerissen haben und auf die Find geworfen haben, wie zum Hohn. Was allerdings ein historischer Blödsinn ist, das ist die Armbrust. Erstens ist die Armbrust, die hier abgebildet ist, ein Modell, das es erst im 16. Jahrhundert, also 100 Jahre nach dem St. Jakob-Krieg, gegeben hat. Zweitens musste man eine Armbrust mit einem Haken oder sogar mit einer Winde spannen. Und das war für eine Schlacht völlig ungeeignet gewesen. Weil während einer Schlacht konnte man allerhöchstens ein Pfeil abschießen mit einer Armbrust. Und dann wäre es viel zu lang gegangen, bis sie wieder gespannt gewesen wäre. Außerdem war die Armbrust überhaupt nicht beliebt bei den eidgenössischen Kriegern. Die wollten nämlich nicht auf die Distanzwelle kämpfen, sie haben immer den Nachkampf gesucht. Armbrust war eher eine Sport- und Jagdwaffe. Es gibt jetzt Basel am Petersplatz Stachelschützenhaus. Das sind die Armbrustschützen, die dort trainiert haben. Der vierte Krieger ist ein Jüngling, eigentlich fast noch ein Bub. Der hat jetzt Gesichtszüge vom Neveu von Ferdinand Schlöd. Das war der Achille, der Achilles. Toller Name für einen Krieger. Der hat auf der linken Brustseite eine klaffende Wunde, auch eine deutliche.
Und da entspricht jetzt wahrscheinlich am ehesten im eidgenössischen Krieger. Denn man weiß heute, dass die eidgenössischen Heere hauptsächlich aus Teenager bestanden haben. Jugendliche zwischen 14 und 19, die in die Schlacht gezogen sind, weil die Familienväter sind natürlich daheim bei ihrer Familie geblieben. Das weiss man auch zum Beispiel von den Schädeln, die man in Dornach gefunden und untersucht hat. Das waren alles Kinder oder Halbwüchsige. Er symbolisiert der Alpler, der Bauer und Hirt. Er hat fast keine Kleider mehr an. Unter seinen Füßen liegt ein Morgenstern. Auch das historisch blödsinnig, weil das ist nicht die Waffe der Eidgenossen war. Das sieht man auf den alten Abbildungen. So eine Waffe feiern sie nie mit. Die Eidgenossen hatten Hellebarden, hatten die Langspiesse und Dolch, aber keine Morgensterne. In der Schweiz Morgensterne auftaucht sind erst bei den Bauernkriegen im 17. Jahrhundert. Wir haben im Wettstein-Denkmal ja von dem Bauernkrieg 1653 gehört. Dort haben Bauern Holzprügel genommen und grosse Nägel durchgehauen und das war ihre Waffe. Also historisch blödsinnig. Was historisch eher stimmt, ist der Stein, den der Jüngling in der Hand hat. Denn es gibt Geschichte, dass ein Ritter in der Endphase des Krieges oder von dieser Schlacht aufs Schlachtfeld geritten ist. Jetzt müssen wir wissen, die Armagnacen sind ja als Verstärkung von den Habsburgern gekommen, die auf der Seite der Zürcher gegen die Eidgenossenschaft gekämpft haben. Da geht es um das Erbe vom Graf von Toggenburg. Das ist der alte Zürichkrieg, wie wir das in der Geschichte, in der Geschichtsstunde gelernt haben. Ganz am Schluss der Schlacht sind österreichische Ritter dazu geritten, und zwar österreichische Ritter oder eben österreichfreundliche Ritter. Es waren nämlich auch Ritter von Basel gewesen. Zum Beispiel die Münchs. Die hatten in Basel Höfe gehabt. Münchenstein hat der Name von den Münchs. Die Muttens haben sie besessen, die Münch. Die waren aber österreichfreundlich. Und Basel hat mit denen auch gerade in diesem Moment einen Konflikt gehabt. Nämlich der grosse Adelskrieg. Stadt gegen die Ritterschaft, die drumherum gewohnt hat und zum Teil auch in der Stadt gewohnt hat. Also das war eine unglaublich spannungsreiche Zeit. In Basel ist ein Konzil, da tobt der alte Zürichkrieg und der grosse Adelskrieg. Also der Ritter Burkhard Münch ist aufs Schlachtfeld geritten, hat die sterbenden Eidgenossen angeschaut und gesagt, ich schaue in einen Rosengarten. Rosengarten war auch ein Begriff für Friedhof im Mittelalter. Und dann hat ein Eidgenoss, der schon im Sterben war, einen Stein genommen und hat ihn im Ritter Münch an den Schädel geschmettert und gesagt, friss eine von diesen Rosen. Der Münch ist vom Ross runtergefallen und drei Tage später an seiner Verletzung gestorben. Steinschmeissen übrigens war eine beliebte Taktik von Eidgenossen. So haben sie auch Schlachten eröffnet, indem sie oft mal alles, was nicht nied- und nagelfest war, auf den Find geworfen haben. Das auch schon mal, bevor die Schlacht überhaupt angefangen hat, demoralisiert war. Also der hat nicht etwas Außergewöhnliches gemacht, der steinwerfende Eidgenoss. Der hat das gemacht, was eigentlich alle Eidgenossen gemacht haben. Der Zeitgeist, wo das Denkmal drin erstellt worden ist, sieht man hier hinten an der Inschrift, die Richtung Sommercasino schaut. Auf dem alten Denkmal von 1824 war auch eine Inschrift und die hat gelautet, den bei St. Jakob im Jahre 1444 gefallenen Schweizern die Bürger von Basel. Also sehr nichter. Hier hinten steht am 26. August 1444 starben im Kampfe gegen Frankreich und Österreich unbesiegt, vom Siegen ermüdet 1300 Eidgenossen und Verbündete. Das ganze Heer, gestiftet von den Bürgern Basels. Also da merkt man schon, da ist unglaublich viel Patriotismus drin. Das ist hoch aufgeladen patriotisch, die Inschrift. Der Satz unbesiegt vom Siegen ermüdet ist nicht einmal eine Schweizer Erfindung. Das steht in einer Antike, in einem antiken Geschichtsbuch, wo über die Schlacht bei den Thermopylen schreibt, wo
ein kleines Heer von Griechen gegen eine Übermacht von Perser in einer dreitägigen Schlacht verloren haben. Also auch das ist abgekupfert und hat eigentlich nichts mit St. Jakob zu tun. Jetzt gehen wir noch die Helvetia-Tower anschauen. Von der Helvetia haben wir ja schon geschwätzt, die zu oberst oben steht. Wie leicht die bekleidet ist. Man sieht das auch von der Seite her schön. In der rechten Hand hat sie einen Siegeskranz, einen Lorbeerkranz. Wir bekommen eigentlich nur die Sieger und die Eidgenossen haben ja in St. Jakob verloren. Aber im Patriotismus vom 19. Jahrhundert haben wir das in einen Sieg umgewünscht. Die linke Hand streckt sie in den Himmel auf. Auf dem Kopf hat sie ein Diadem. Und das Diadem hat vorne ein Schweizerkreuz. Und das Schweizerkreuz ist genau so ein Anachronismus wie das Schweizerkreuz, das ich vorher nicht erwähnt habe, wo der Krieger auf seiner Brust hat. Nämlich das Schweizerkreuz, wie wir es heute kennen und wie es hier abgebildet ist, gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert mit der Entstehung vom Bundesstaat. Hat man ein neues Wappen gebraucht und hat dann das Schweizerkreuz entworfen. Während die alten Eidgenossen haben ein viel langgestrecktes Kreuz gehabt, ähnlich wie das von Dänemark. Wenn wir die Helvetia dann von hinten gehen, mal anschauen, dann sieht die hinten ganz, ganz anders aus. Während sie vorne fast nichts anhat, ist hinten ein wallender Rock, sieht man. Und über die Schulter hat sie noch einen Bärenfell. Man sieht hinter den Schulterblättern den Kopf vom Bär. Man sieht Bärentatzen. Also voll bekleidet, während vorne fast Blut. So hat die Helvetia St. Jakob nicht überlebt, weil der 26. August 1444 war ein brietig heißer Tag und Helvetia war geschmolzen. Aber die Helvetia hat mit St. Jakob sowieso nichts zu tun, weil die alten Eidgenossen vom 15. Jahrhundert, die haben nichts gewusst von einer Helvetia und haben schon gar nicht für eine Helvetia gekämpft. Auch nicht für einen Staat, der Schweiz geheissen hat. Die Helvetia ist ebenfalls eine Erfindung vom 19. Jahrhundert, weil man eine Symbolfigur für den neuen Bundesstaat gebraucht hat. Noch etwas Letztes. Das Denkmal hat ein Gitter drum. Das Gitter hat es schon von Anfang an gehabt. In den 1950er Jahren hat man es weggenommen. Dann ist das Denkmal mehrfach geschändet worden. Zum Beispiel 1991 vor der Bundesfeier 700 Jahre Eidgenossenschaft ist mit Blut beschmiert gewesen. Im 1994 hat die Helvetia den Lorbeerkranz verloren, weil er abgeschlagen worden ist im Vorfeld von der sehr verkorksten Schlachtfeier, die man dort noch einmal durchgeführt hat. Und im 2002 ist sie sogar rot-blau eingekleidet gewesen, nämlich als der FCB nach 22 Jahren wieder Meister geworden ist, hat sie einen rot-blauen Mantel bekommen, hat ums Handgelenk herum einen FCB-Schal gehabt und in der Hand, wo der Lorbeerkranz trägt, hat sie einen FCB-Fahne gehabt. Mit der Renovation 2010 hat man wieder ein Gitter um das Denkmal herum gemacht. Und das Gitter, auf dem Gitter ist jetzt auch der Ritter Burkhard Münch verewigt. Jetzt kommt nämlich eine neue Komponente, jetzt kommt auch der Find zu dem Denkmal. Das Denkmal selber sind nur Eidgenossen. Drumherum ist jetzt der Find. Hier auf dem Gitter hat es nämlich Buchstaben. Und die heißen Ritter Burkhard Münch, ich sehe in einen Rosengarten. Also der Spruch, den der Burkhard Münch losgelassen hat. Jetzt sind wir eigentlich am Ende der Feierung. Und um den Kreis abzuschließen, ich habe gesagt, der Ferdinand Schlöth hat noch etwas zu Basel gemacht. Er hat nämlich, als die Wettsteinbrücke gebaut worden ist, die vier Basilisken entworfen, wo jetzt immer noch einer
am Aufgang von der Grossbasler Aufgang von der Wettsteinbrücke steht. Dort sieht man sogar unten dran noch seinen Namen drin, Ferdinand Schlöth. Wir sind also wieder zurück beim Wettstein. Und wir können sogar den Bogen noch weiter zurück machen zum Anfang, nämlich zum Wettsteinhäusli, zum Atelier von Alexander Tschocke. Wenn man hinter das Sommercasino geht, dann stehen dort zwei Skulpturen von Alexander Tschocke, die Artisten darstellen. Hallo Christian, das ist Petra. Hallo zusammen. Salut Petra. Hallo. Vielen Dank, das war ein super Vortrag. Eine kurze Frage, Pietro hat vorhin schon mal das Andeuten so über das allgemeine Volk und Wahrnehmung von denen und den Zeitgenossen. Und also eben, du hast ja schon gesagt, es hat zwar eben, es ist immer so ein Volksauflauf und so eine Party gewesen, aber haben sie auch die Symbolik verstanden? Also das hat man ja bei den Kirchen, oder? Die Künstler haben genau gewusst, was er darstellt und die es ausgesucht haben. Aber so das Durchschnittsvolk hat das zum Beispiel auch die Symbolik verstanden, wie jetzt die Helvetia, die im hellenistischen Nike Siegesstil dargestellt worden ist mit Siegeskranz und die Armbrust mit der Tell-Symbolik und so Sachen. Ist das denen klar gewesen oder ist das nur den Ersteller und Erdenker klar gewesen quasi? Nein, Entschuldigung, hat die abgeklemmt? Nein. Den Leuten war das absolut klar. Ein Bezug zu einer griechischen Siegesgöttin haben sie auch nicht unbedingt gebraucht. Es ist ja hauptsächlich um die Schweiz gegangen. Ich meine, die Helvetia, die haben sie seit 1948, also 1950, auf jedem Geldstück, das sie in die Hand genommen haben, haben sie die gehabt. Der Wilhelm Tell mit der Armbrust ist schon viel länger bekannt gewesen. Der ist übrigens während der Französischen Revolution, wo dann die Schweiz auch revolutioniert worden ist, ist ja der Tell-Symbol gewesen, nicht Helvetia. Das ist nicht ganz klar gewesen. Der Lorbeerkranz auch. Ich meine, es gibt Schützenfest und es hat dort schon Schützenfest gegeben, wo man einen Lorbeerkranz auf den Kopf gedruckt hat. Also das ist denen bewusst gewesen. Das Narrativ von diesen tapferen Eidgenossen, das hat man den Leuten eingebläut während dem 19. Jahrhundert. Hat man auch eingebläut, um so eine gemeinsame Geschichte zu entwickeln, wo der neue Bundesstaat zusammengehabt hat. Das war quasi das Instagram für die Nationalstaatenbildung in der Schweiz sozusagen. Ja, absolut. Also die Geschichtsschreibung, von da die Schweiz oder die alten Eidgenossen in den Himmel auflüpfen, die von Anfang 19. Jahrhundert an. Johannes von Müller ist einer der Ersten, der das geschrieben hat. Und auf den haben sich alle berufen. Da gibt es auch baseldeutsche Fest, da gibt es alles Mögliche drüber. Also das ist absolut populär gewesen. Okay, danke schön vielmals. Bitte. Also erstmal herzlichen Dank für deine tolle Führung, es war sehr spannend gewesen. Und beim letzten Mal haben wir jetzt gefragt, warum gibt es so viel Anachronismen? Also was ist die Idee davon gewesen? Haben sich einfach den Künstler ein bisschen verwirklichen oder etwas spannender darstellen, als wirklich gesehen ist? Oder was ist der Grund für das? Der Schlöth hat das einfach im Zeitgeist gemacht. Die Anachronismen sind eben durch die Geschichtserzählung, das Narrativ von diesen alten Eidgenossen entstanden, wo man
wo man im 19. Jahrhundert wirklich die ganze eidgenössische Geschichte hat, man müssen neu deuten. Man hat nicht können sagen, dass das jugendliche Schlägerbanden eine arbeitslose Senne waren, wo die Obrigkeit möglichst gerne im Ausland gesehen, dass sie daheim nicht allzu viele Verwüstungen anrichten. Das ist nicht gegangen, um zu einem Staat zusammenzukleben. Da hat man müssen, einen Heldenmythos erschaffen. Und in dem Umfeld in Stotterschlöd, also da hat sich das vielleicht nicht einmal so sehr überlegt. Er hat mal geschrieben, er habe sehr viele historische Studien gemacht für das Denkmal, dass also die Krieger auch einigermaßen zeitgemäß eingekleidet, aber es ist nicht das Wichtigste gewesen an dem. Das Wichtigste war, Helden, sterbende Helden darzustellen zur Füße von der Helvetia. Also die haben sich aufgeopfert für die Schweiz. Okay, danke schön. Ja, das macht Sinn. Merci. Bitte. Übrigens, die Frage, die der Pietro vorgestellt hat, zum Künstler beim Strasburg-Denkmal, beim St. Jakob-Denkmal, da weiss ich, der Schlöd war nicht dabei gewesen bei der Einweihung. Es waren zwar zwei Bundesräte da gewesen, alles, was Crème de la Crème von der Schweiz und von Basel hat sich um das St. Jakobs-Denkmal drängt. Der Schlöd nicht, der war selbst mal noch zu Rom gewesen. Der ist erst 1874 wieder zurückgekommen nach Basel und hat definitiv hier Wohnsitz genommen. Wieso sind das eigentlich alles Armagnacer gewesen? Sind das einfach Zöllner gewesen von den Österreichern her? Oder ist das, die haben ja eigentlich keinen speziellen Bezug zur Schweiz gehabt? Nein, die Armagnacer, das ist ein französisches Heer gewesen unter der Leitung vom Dauphin, also vom zukünftigen König Ludwig XI., der dann im Burgunderkrieg sehr viel mit den Eidgenossen zu tun gehabt. Der hat sich dort sehr erst mal kennengelernt bei St. Jakob, noch als Thronfolger. Und das französische Heer ist von Zürich und der Österreich, von den Habsburger, zu Hilfe geholt worden, dass sie Verstärkung haben im alten Zürichkrieg gegen die Eidgenossen. Nach der Schlacht von St. Jakob ist der Armagnacer-Zug eigentlich zum Stau gekommen. Es hat eine Friedensverhandlung gegeben, wobei Basel hat mit den Armagnacer eigene Friedensverhandlungen geführt. Und hat außerhalb vom Frieden, der dann mit den Eidgenossen geschlossen worden ist, schon vorher mit den Armagnacer einen Friedensvertrag gehabt, abgeschlossen, dass sie die wieder aus der Landschaft draußen haben. Weil das ein Söldnerheer, die haben sich ernährt von dem, was umeinander war. Die haben Felder abgeerntet, die haben gestohlen, was nicht wieder und nagelfest war. So ein Söldnerheer war ein echter Landblock gewesen. Und eigentlich die Armagnacer sind eine ganz kurze Episode in der Schweizer Geschichte. Übrigens, ich bin verstanden, dass die Frage nicht kommt. Also irgendwie haben die alle im Geschichtsunterricht einen Fensterplatz gehabt. Bei diesen Kantonswappen hat niemand gefragt, wieso denn um Gottes Willen Neuenburg auf dem Denkmal ist, wo doch erst im 19. Jahrhundert zur Schweiz gestoßen ist. Aber es ist auch Solothurn, hat sie seiner Zeit noch nicht zu den Eidgenossen gehört und Basel auch nicht. Die drei Kantonswappen, die sind drauf, weil Bern mit diesen drei Orten Vertrag abgeschlossen hat, um sie Westflanke gegen Frankreich und das Burgund abzusichern. Haben sie so einen Schutzvertrag gemacht mit Neuenburg, also mit den Grafen von Neuenburg, mit Solothurn und mit Basel. Und wegen dem sind die auch in dieser Schlacht dabei gewesen. Hilfsverpflichtung. Hallo Christian, da ist der René noch. Hallo René. Los jetzt, danke schon vielmals für die Speech, die du da gehabt hast. Wunderbar gewesen. Jetzt noch zu den Armagnacern hätte ich noch eine Frage. Woher sind die eigentlich gekommen? Sind Armagnac, das klingt so nach Südfrankreich. Hat das einen Zusammenhang mit dem? Absolut, die sind nämlich eigentlich unter Befehl vom, Graf von Armagnac gewesen. Die, die zu Basel angeguckt sind, haben noch einen höheren Befehlshaber gehabt, nämlich eben der Kronprinz von Frankreich. Die sind gerade arbeitslos gewesen. Frankreich hat ja unzählige Kriege geführt.
Es ist dort noch der 100-jährige Krieg gelaufen, der hatte eine Pause gehabt und die Söldner waren beschäftigungslos gewesen. Und der Beschäftigungssöldner im eigenen Land ist eine Katastrophe, also die muss man irgendwie beschäftigen. Und darum haben sie noch so gerne auf die Hilfsanfrage von Habsburg haben sie reagiert und nicht die armen Jacken schicken. Ja. Die armen Jacken, hat man gesagt in der Schweiz. Ja. Haben wir sonst noch Fragen? Sonst gehen wir jetzt langsam zum gemütlichen Teil über. Wir machen jetzt auf, wir können miteinander blödeln, schwätzen miteinander, fragen, wie es euch geht. Wir müssen hier im Studio noch rasch umbauen. Wir melden uns für eine kurze Zeit ab und stoßen dann wieder dazu. Bis dann, viel Vergnügen. Ich möchte einfach noch etwas sagen. Und zwar ist die Arbeit, die da der Christian und der Thierry gemacht haben, das ist grossartig. Und wenn man ich weiss, wie viele Stunden das da investiert sind und wie viele fast schlaflose Nächte durchgeschafft worden ist. Also vielen, vielen Dank von dir, für euch zwei, wo ihr das gemacht habt. Es ist super, wie ihr das gemacht habt. Danke. Merci vielmals, auch im Namen von Thierry.